Betreten Sie die Welt von Trainyard-Bilder und passen Sie Ihre Eisenbahn nach Herzenslust an. Arbeiten Sie mit verschiedensten Modellen von Zügen, steuern Sie nach Ihren Wünschen und verwenden Sie Modder-Tools, um Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Das, meine Freunde, ist der Trainyard-Bilder und wird heute am 19. September für PC, aber auch für die gesamten Konsolen erscheinen. In Trainyard-Bilder erhaltet ihr verschiedene Mechaniken und Funktionen, die dir beim Erstellen von Mini-Welten verhelfen sollen. Wähle aus einem vielfältigen Angebot an Zügen, Waggons europäischer bis asiatischer Marken oder aber auch importiere deine eigenen. Mische verschiedene Züge und Waggons miteinander. Passe deine Maschinen individuell an und trage etwas Farbe auf und personalisiere sie nach deinen Wünschen. Dazu zählen zum Beispiel Einkaufen und Verkäufen von Gebäuden, Dekorationen, Zügen, Gleisen und mehr. Verwende verschiedenste Werkzeuge wie eine Pipette oder Objekte zu kopieren, ohne in den Inventar zu gehen. Baue und passe deinen Bahnhof an. Verwende Gleisschalter, Aktivatoren und komplexere Designer. Benutzerdefinierte Tischform könnt ihr selbstverständlich auch entwerfen. Also das, Freunde, ist im Endeffekt das, was jeder gerne in seinem Keller haben möchte und heutzutage eigentlich keinen eigenen Keller besitzt. Das ist die Welt des Modelleisenbauens. Und das ist aktuell, beziehungsweise je nachdem, wann ihr das Video seht, zukünftig ab dem 16.09. hier auf euren Konsolen und hier auf Steam PC erhältlich und sieht faszinierend aus. Und ich werde auf alle Fälle in den nächsten Tagen mir das auch mal ein bisschen genauer angucken, sobald ich aus dem Urlaub draußen bin. Ich wollte trotzdem mal einen kleinen Vorgeschmack euch geben, was alles hier erwartet. Also, hier geht es rein um den Modellbau. Allein, wenn wir schon mal die Craft Your Vision Videosequenz hier sehen, hier sind wir wirklich auf einem richtig schönen kleinen Arbeitsplattform, wo wir das Ganze zusammenbasteln und später auf unsere eigentliche Arbeitsplatte, auf unsere Weltplatte übertragen können. Und das erinnert wirklich danach, wo viele Modellbauer wirklich immer nachgehen. Da sieht auf alle Fälle mega interessant aus und lädt einmal außerhalb der eigentlichen Zugsimulation so ein bisschen zu ergehen. Egal, ob ihr zum Beispiel auch Fahrzeuge in Städten verteilt oder natürlich euren Gleisbauarbeit mit euren jeweiligen Zügen und Waggons nachgeht. Hier ist euer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und das, meine Freunde, ist der Trainyard-Bilder.